Aktuellen Stunde zum Thema Attraktivität von Bus und Bahn in Dresden nachhaltig sichern. Hier ist Einreicher Fraktion Die Linke. Herr Mattis, Sie können dann starten. Und in der Fraktionsrunde beginnt Bündnis 90 Die Grünen dann. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Leute am Livestream. In Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, beginnt am 1. Juni ein Großexperiment. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich alle darüber im Klaren sind, aber im Zuge des sogenannten Energieentlastungspaketes, also der Verteilung von Steuererleichterungen und Zuschüssen zu den gesteigenden Energiekosten, hat unsere gegenwärtige Bundesregierung in ihrer großen Weisheit auch beschlossen, für 90 Tage oder respektive 3 Monate, das stimmt nicht ganz überein, den öffentlichen Nahverkehr auf 9 € pro Person und Monat zu ermäßigen. Das heißt 3 Monate für 27 €. Das ist ein Preis, der sogar noch deutlich unter den Preisen zu DDR-Zeiten liegt. Also das ist wirklich ein sehr günstiges Angebot. Es soll bundesweit gelten. Das heißt, wir können uns darauf einrichten, dass die Leute im Sommer natürlich genau das Gleiche tun, machen, was damals bei der Einführung des schönen Wochenendtickets passiert ist. Sie werden versuchen, bundesweit mit Nahverkehrszügen unterwegs zu sein, zu diesem unschlagbar günstigen Preis. Vermutlich kann es die Deutsche Bahn dann gleich, sage ich jetzt mal, Überstunden abbauen beim Zugpersonal, beim Begleitpersonal, weil es wird kaum noch ein Schaffner dann wahrscheinlich durch die überfüllten Züge kommen und es lohnt sich auch nicht, dann noch zu kontrollieren, ob die Leute wirklich das 9-Euro-Ticket haben. Aber eigentlich entlastet werden soll ja der öffentliche Nahverkehr, das heißt auch der öffentliche Nahverkehr hier in Dresden und damit natürlich die Dresdnerinnen und Dresdner. Von dieser Entscheidung wurden alle, die da irgendwie etwas damit zu tun haben, sowohl in der Politik als auch in den entsprechenden Verkehrsbetrieben, massiv überrascht. Sie sind jetzt alle gerade dabei, die Konsequenzen sowohl finanzieller Art, organisatorischer Art, juristischer Art zu lösen. Alle wissen, es ist ein Angebot, sage ich jetzt mal, was extrem ungewöhnlich ist und was, und das ist jetzt ja der entscheidende Punkt, tatsächlich begrenzt ist auf 3 Sommermonate, also ein Sommer-Super-Angebot. Was es leider nicht ist, und das ist das Problem, es ist nicht nachhaltig. Und so gibt es viele, die sagen, was hätte man in dieser Zeit mit diesem Geld damit alles Schönes machen können. Ich weiß nicht, Herr Dönhauser hat sich hier ja mal für das 365-Euro-Ticket eingesetzt, ob er ausgerechnet hat, wie lange man hätte das damit finanzieren können. Oder aber wie viele Stadtbahnwagen man hätte damit kaufen können oder vielleicht auch, wie schnell man das Einkommen der Beschäftigten bei der DVB, dem Tarifniveau in der Branche, hätte damit anpassen können. Das alles wären Möglichkeiten gewesen. Nichtsdestotrotz, wir nutzen es jetzt als große Werbeaktion, das ist prinzipiell gut, aber es ist eben nicht nachhaltig. Und wir müssen uns hier Gedanken machen, wie soll es denn nach diesem Supersommer dann weitergehen ab September diesen Jahres. Sollen dann die gestiegenen Kosten für den öffentlichen Nahverkehr, und das ist ja auf der Hand liegen, dass die auch extrem gestiegen sind, sollen die dann wieder auf die Fahrtgäste abgewälzt werden? Dazu sagen wir nein. So soll es sozusagen am Angebot eingespart werden, dazu sagen wir auch nein. Eine kleine Ausnahme gibt es. Es gibt Einsparmöglichkeiten in der DVB selbst, über die werden wir nachher im Antrag reden, die nicht das Angebot verschlechtern, sondern im Gegenteil es sogar noch verbessern. Wovon wir am Ende reden müssen, das sind die öffentlichen Zuschüsse, das Budget, was wir der DVB geben wollen.
Und da weiß ich, da tun sich hier viele im Stadtrat ganz, ganz schwer damit zu akzeptieren, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe künftig ein deutlich höheres Budget brauchen. Deshalb wird immer viel gemunkelt und es wird so der Eindruck erweckt, als hätte das etwas mit schlechten Wirtschaften in der DVB zu tun, als würde da zu viel Geld für Unnützes ausgegeben. Die Wahrheit ist, dass unsere Verkehrsbetriebe nicht nur im Ranking immer bundesweit an der Spitze liegen, sondern auch in der Effizienz. Das heißt, was bei uns für sozusagen gemessen am Angebot an öffentlichen Mitteln zugeschossen wird, ist wesentlich geringer als in allen anderen deutschen Großstädten. Das heißt, wir müssen uns als Stadtrat bekennen, hier endlich mehr zu tun. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Ich hoffe, dass da endlich auch von anderen Fraktionen mal konstruktive Beiträge kommen und nicht immer nur das übliche Mauern. Und ich freue mich dann auch auf die Debatte über unseren Antrag, wo wir dann über eine ganz konkrete, zwar kleine, aber doch sehr wichtige Maßnahme, was wir tun können, reden werden. Vielen herzlichen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Gaspari. Jetzt gleich, sofort. Genau, das soll einfach groß sichtbar sein. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir hatten bereits zu diesem Thema eine Anhörung. In der Anhörung haben einige Redner darauf hingewiesen, wie wichtig der öffentliche Verkehr für die Gewinnung von Arbeitskräften ist. Bei vielen, die sich einen neuen Arbeitsplatz suchen, die einen neuen Wohnortentscheidung ansteht, die entscheiden sich danach, wie gut ist der öffentliche Verkehr? Habe ich dann einen Anschluss an Bus und Bahn? Das sollten wir nie vergessen, wenn wir überlegen, ob wir unsere DVB brauchen, in der jetzigen Qualität oder nicht. Ein zweiter wichtiger Punkt in meinen Augen wurde gebracht von Dr. Schilling, Vertreter des VDV, Verbund Deutscher Verkehrsunternehmen. Er sagte, beim Klimaschutz ist die Verkehrswende das Sorgenkind. Denn bis jetzt, seit 1990, trägt der Verkehrsbereich null bei zum Klimaschutz, keine CO2-Einsparung. Und dann noch der dritte Punkt. Wir haben die Ukraine-Krise. Viele reden davon, dass wir gerne unabhängiger werden von Putins Öl. Und da müssen wir ein bisschen einschränken, ein bisschen weniger verbrauchen. Und damit dabei kann eine Verbesserung im DVB, eine Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs helfen. Wir brauchen den öffentlichen Verkehr, unsere Bus- und Straßenbahn auch, damit alle in Dresden mobil sein können. Denn mobil sein wollen auch Kinder, auch Jugendliche unter 18, auch Senioren, die überwiegend mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind und viele mehr. Öffentlicher Verkehr ist niederschwellig für alle. Er sorgt für Lebensqualität, denn er sorgt dafür, dass es ruhiger ist, nicht so viel Lärm und dass es sicherer ist auf den Straßen. Er entlastet unsere Straßen und das können Sie auf dem Bild ganz gut sehen. Hier sehen Sie, wie viele Personen befördert werden können auf einer 4 Meter breiten Spur innerhalb einer Spitzenstunde. Und da ist vollkommen eindeutig, mit welchen Verkehrsmitteln, nämlich Bus, Straßenbahn, S-Bahn, wie viele Menschen vorwärts kommen. Und das ist gleichzeitig die Einsparung an CO2 in dieser Größenordnung. Und anders ausgesprochen, bei 30 Stundenkilometer auf der Straße haben Sie entweder eine Autoschlange von 2 Kilometer Länge in der Spitzenstunde oder eine einzige Straßenbahn. Ja, genau aus diesem Grund gibt es eine ganze Reihe Beschlüsse, die wir im Stadtrat schon getroffen haben dazu. Wir haben vereinbart den Anteil im Model Split
für den öffentlichen Verkehr auf 30% zu erhöhen, im VEP-Verkehrsentwicklungsplan, im Nahverkehrsplan VVO, im Ausbauszenario, das der Aufsichtsrat DVB beschlossen hat, und in vielen anderen Punkten. Alle setzen sich dafür ein, dass die DVB ausgebaut wird, dass wir mehr Bus- und Straßenbahn brauchen. Aber klar, das muss natürlich auch finanziert werden. Und jetzt, da ist das Problem und darum geht es eben. 20 Millionen ungefähr fehlen schon im nächsten Doppelhaushalt und in dem danach sind es schon ca. 30 Millionen. Was wir brauchen, sind Maßnahmen, die das auffangen, damit unser Haushalt nicht so stark belastet wird. Dazu gibt es ein Gremium, das mit Stadträten und Experten und externer Beratung gerade darüber berät, welche Maßnahmen können wir einsetzen, welche können wir umsetzen, wie muss die Kombination sein, damit wir unseren Haushalt nicht mit so hohen Summen belasten, sondern andere Wege finden, um das Geld zu bekommen und damit die DVB erhalten bleibt. Beispiele sind, was möglich ist, zum Beispiel ein Gästeticket, eine Erhöhung der Beherbergungssteuer kann dazu führen, dass die Gäste, wenn sie hier ankommen, nichts bezahlen müssen, sondern einfach Bus und Straßenbahn nutzen können, ohne ein Ticket zu lösen, was kompliziert ist. Oder Bewohnerparken, das wir immer einrichten, um den Parkdruck in Stadtvierteln zu entlasten, was aber gleichzeitig durch eine Erhöhung der aktuell 30 Euro im Jahr, das ist natürlich nichts, das ist damit attraktiv, sich auf die Straße zu stellen. Wir können damit lenken. Und gleichzeitig kann diese Erhöhung auch dazu beitragen, kann einerseits dazu führen, dass die Menschen sich überlegen, ich schaffe mir jetzt kein Auto aus, ich nutze Carsharing oder ich fahre mit der DVB, mit Bus und Straßenbahn oder Ähnliches. Und gleichzeitig entstehen so Mittel, die für die DVB genutzt werden können zur Finanzierung. Wir brauchen eine DVB in hoher Qualität. Wir brauchen noch mehr Busse und Straßenbahnen. Wir brauchen erhöhte Taktraten. Wir brauchen noch mehr Pünktlichkeit. Wir brauchen noch neue Linien für die DVB. Wir brauchen den Mobi-Shuttle, besonders fürs Umland. Wir brauchen Bike-Sharing. Wir brauchen Vorfahrt für Bus und Straßenbahn an den Kreuzungen, eigene Busspuren und vieles mehr. Das alles brauchen wir. Denn unser Bündnis Grünes Ziel ist ganz klar. Wir wollen in Dresden eine Mobilitätsgarantie überall in Dresden, auch in den Ortschaften an den Randlagen. Wir wollen, dass auch dort der Anschluss an Bus und Straßenbahn innerhalb von 10 Minuten möglich ist. Das ist unser Ziel und deshalb muss dafür die Finanzierung jetzt gesichert werden. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde AfD-Fraktion, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Attraktivität von Bus und Bahn in Dresden nachhaltig sichern. Toller Titel. Grundlage ist der Beförderungsauftrag der Dresdner Verkehrsbetriebe für den öffentlichen Nahverkehr. Was ist dort festgeschrieben? Öffentliche Personenbeförderung im Linienverkehr. Also ist Grundlage die Beförderung von Personen im Linienverkehr mit Bus und Bahn. Ziel: besserer ÖPNV für die Einwohner Dresdens. Ziel dieser Aktuellen Stunde ist jedoch das Aufzeigen von einem massiven Mehrbedarf an Zuschüssen. Dass Zuschüsse von den geplanten 40 Millionen Euro aufgrund Wachstum und Inflation nicht mehr ausreichend sind, ist jedem klar. Aber sind die Forderungen seitens DVB und vieler Parteien wirklich gerechtfertigt? Nein, sind sie nicht. Grundsätzlich muss über das zu bedienende Angebotsspektrum und anfallende Kosten in Bezug auf den Dienstleistungsauftrag gesprochen werden. Dies soll jedoch laut den Anträgen in Folge nicht geschehen. Es wird ein Gesinnungskorridor festgeschrieben, ohne Chance auf sinnvolle Diskussionen. Was will eigentlich der Bürger und was ist wirklich das Attraktivitätsproblem der DVB als Arbeitgeber? Das ist die Frage und nichts anderes. Ist einfach nur der sture Blick auf die Menge der beförderten Personen sinnvoll? Der Bürger will einen funktionierenden Nahverkehr, bestehend aus Bus, Straßenbahn, Fern- und Seilbahn. Hier sind klare Forderungen nach Taktung, Umsteigemöglichkeiten, Nachtschichtverträglichkeit, aber auch Sicherheit und natürlich sinnvolle Tarifpolitik. Was ist eigentlich das große Problem der DVB-Fahrerinnen und Fahrer? Ist das die Entlohnung? Ist das die Arbeitszeit?
oder der seelische Druck aufgrund existierender Schweigegebote zu existierenden realen Problemen? Solange diese wirklichen Aufgaben nicht diskutiert werden dürfen und nur politische Entscheidungen getroffen werden, die nicht für die Hauptnutzer und Zahler und für die Angestellten gedacht sind, wird es für die DVB und die Finanzlage der Stadt immer prekärer. Was wurde zuletzt beschlossen? Kostenlose gelbe Fahrräder für DVB-Nutzer. Ist das Linienverkehr? Nein, Individualverkehr. Nur in Teilen des Tarifgebietes Dresdens nutzbar. Wer bezahlt? Der Steuerzahler. Wer nutzt eine ausgesuchte Klientel, die häufig einfach zu faul ist, 500 Meter zu laufen oder ein paar Minuten zu warten? Was bringt's? Unsere Anfrage wurde als vertraulich eingestuft bezüglich der Nutzung. Aber sicher ist anhand öffentlicher Zahlen, dass keine zusätzlichen Vollzahler gewonnen wurden, die zumindest einen Teil der Kosten tragen. Was kostet es? Mehr als eine 500.000 allein für den Betreiber. Mobi-Punkte, einschließlich großer Aufwuchs an Ladesäulen. Laut Dienstleistervertrag sollen wir Anknüpfungspunkte herstellen in Bezug auf Multimobilität. Dies jedoch softwareseitig. Was machen die DVB? Wir betreiben die Punkte und wer zahlt? Der Steuerzahler. Grüner Fahrstrom, was soll es bringen? Wir sind in Richtung Klimaneutralität unterwegs. Was bringt's? Nur ein gutes Gefühl für die, die nicht ganz bis zum Schluss denken. Warum? Es sind nur Zertifikate. Bedeutet, die Tram fährt in Wahrheit gar nicht mit Solar, Wind oder Wasserstrom. Wahrscheinlich fährt sie mit Atomstrom oder russischem Gas. Was kostet es? Mehr als 300.000 Euro. Wer zahlt? Steuerzahler. On-Demand-Systeme oder auf Deutsch Anruf-Sammel-Taxi. Das widerspricht wieder dem Dienstleistervertrag. Wer nutzt es? Ausgesuchte Klientel in den Partystadtteilen. Kurzum, hauptsächlich für die, die zu faul sind, von einer Kneipe zur Straßenbahn zu laufen oder von Kneipe zu laufen. Was denkt der Bürger darüber? Warum nicht in den abgehängten Ortsteilen, um die Erreichbarkeit zu erhöhen? Ja, warum eigentlich nicht? Der Grund ist doch einfach, da hier am Ende des Testzeitraums an geringer Nutzung hohe Kosten gegenüberstehen. Es wird also absichtlich das Ergebnis verzerrt, um wieder ein bestimmtes Klientel zu bevorzugen. Was kostet es? Mehrere Millionen Euro, Steuergelder und zusätzliche Fahrzeuge. Umweltfreundlich sieht anders aus, ne? Zusätzliche Fahrzeuge, gell? Keine Fahrräder, ne? Also, ne? Bezüglich Umweltfreundlichkeit und nebenbei, es wurden ja noch schnell viele Dieselbusse gekauft, bevor es verboten ist. Eine tolle Doppelmoral, ne? Da können Sie lachen, die Grünen. Lassen Sie uns wieder Dienstleister sein, der den öffentlichen Nahverkehr für seine Bürger attraktiv macht und ausbaut, ohne ideologische Schranken und sinnlose Vorzeigeprojekte, die nicht dem Dienstleisterauftrag entsprechen, jedoch viel Steuergeld kosten. Danke. So, als nächster in der Fraktionsrunde die SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Pinkert, Sie sitzen ja auch im DVB-Aufsichtsrat. Da gebe ich Ihnen tatsächlich einfach mal einen Tipp. Unterhalten Sie sich einfach mal mit den Arbeitnehmervertretern und dann können Sie tatsächlich mal was darüber herausfinden, was deren Sorge und Nöte tatsächlich sind. Und dann müssen Sie ja nicht so im luftleeren Raum rumstochern, sondern können vielleicht mal konkrete Erkenntnisse da auch zusammentragen. Und ja, da wird die Entlohnung ganz maßgeblich auftauchen. Das ist kein Geheimnis und das wird sich sicherlich dann auch irgendwann mal bei Ihnen auch rumsprechen. Aber ich will auf Ihren Beitrag jetzt auch gar nicht so intensiv eingehen, weil ich glaube, der hat auch wieder mal für sich gesprochen. Ich möchte zu Anfang mir oder in den Raum so ein bisschen die Frage stellen, was wäre eigentlich Gegenstand dieser Aktuellen Stunde gewesen, wenn die Bundesregierung nicht das 9-Euro-Ticket gebracht hätte. Also dann wäre mir ein bisschen schleierhaft gewesen, über was Herr Mattes heute hier eigentlich reden möchte. Aber gut, vielleicht noch ein kurzer Kommentar zum Thema 9-Euro-Ticket. Man kann das kritisieren. Ich kann mir ehrlicherweise natürlich auch andere Maßnahmen mit demselben Geldbetrag vorstellen. Man muss aber, glaube ich, eine Sache immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das 9-Euro-Ticket ist Teil eines Gesamtpaketes von sehr kurzfristig wirksamen Maßnahmen, die jetzt ein Stück weit auch in Deutschland in dieser wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Situation
ja, Impulse setzen sollen. Und beim ÖPNV gibt es halt eben ganz kurzfristig nur eine einzige Stellschraube, an der ich drehen kann, binnen weniger Monate, und das ist der Preis. Ich kann das Angebot nicht binnen weniger Monate massiv ausweiten. Ich kann auch nicht neue Strecken bauen. Das funktioniert alles nicht. Also dementsprechend hätten natürlich auch sehr viele hier im Raum gemeckert, wenn man den ÖPNV und dem Paket komplett vergessen hätte. Dann wären dieselben Vorwürfe natürlich auch gekommen. Dementsprechend bin ich schon ganz froh, dass es da ein Signal gibt. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass dieses Signal auch so umgesetzt wird, dass wir auch die Chance haben, langfristig Kundinnen und Kunden auch für die DVB zu gewinnen. Weil das muss, glaube ich, wirklich das Ziel sein, dass die Leute nach 3 Monaten das Gefühl haben, ja, das ist so viel wert, da gebe ich tatsächlich gerne regelmäßig auch einen etwas höheren Betrag an die DVB. Wenn wir über ÖPNV sprechen, sprechen wir natürlich maßgeblich auch über Qualität. Wir führen ja regelmäßig hier auch Diskussionen über die Frage, ist ÖPNV in Dresden denn wirklich für alle Menschen eine Alternative? Und ja, natürlich, es gibt auch in Dresden Verbindungen, Relationen, die nicht so gut funktionieren mit dem ÖPNV. Da muss man auch nicht um den heißen Brei herumreden. Das hat die Stadt und haben die DVB ja auch mehrfach analysiert. Wenn man von Pieschen nach Klotzsche möchte, von Prolis nach Plauen, von Striesen in den Dresdner Norden, da ist das Auto heutzutage deutlich schneller. Und die Frage ist, glaube ich, die wir jetzt auch beantworten müssen, was folgt daraus? Aus Sicht der SPD-Fraktion folgt klar daraus, dass wir an der Strategie des Angebotsausbaus festhalten sollten. Denn wenn man sich nämlich diese Strategie anschaut, sieht man, dass es da eben ganz maßgeblich um diese Verbindung zwischen den Stadtteilen geht. Dass es eben nicht darum geht, noch mehr Linien zwingend nur durch das Stadtzentrum zu bringen, sondern es geht maßgeblich eben darum, neue tangentiale Buslinien zu schaffen, die tatsächlich die Stadtteilzentren außerhalb des Stadtkerns sehr, sehr klug miteinander verknüpfen. Wir haben ja wirklich Richtung Neustadt, Richtung Altstadt haben wir ja sehr, sehr attraktive Verbindungen, aber eben in den Außenbereichen und vor allem zwischen den größeren Stadtteilen haben wir die noch nicht so durchgängig. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich der DVB auch in finanzieller Hinsicht Planungssicherheit geben, damit sie dort wirklich den Angebotsausbau auch wie geplant umsetzen kann. Und, was wir auch wissen, was jetzt auch, glaube ich, zunehmend immer klarer in Zahlen gefasst wird, wir haben in Dresden ein wahnsinniges Potenzial, was den Umlandverkehr anbelangt. Ja, ein ganz, ganz großer Teil des städtischen Autoverkehrs ist Pendelverkehr. Und da müssen wir, glaube ich, neue Strategien auch mit dem Umland entwickeln, wie wir da tatsächlich die Leute auch in den ÖPNV holen, weil das werden wir nicht alleine nur in Dresden hinbekommen. All diese Maßnahmen haben aber oder haben natürlich gewisse Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen. Und eine ganz maßgebliche ist, dass wir bei der Umsetzung von ÖPNV-Bauvorhaben, also neuen Straßenbahnstrecken, relevanten Straßensanierungen, die den ÖPNV beschleunigen, sagen wir so Straßen, die man neu für den Bus auch tauglich macht, dass wir dort wirklich auch schneller vorankommen. Weil nur dann kann die DVB tatsächlich das Angebot auch in die Fläche bringen. Und da möchte ich tatsächlich auch einen Appell an die Stadtverwaltung loswerden. Auch im Zuge der Haushaltsverhandlungen natürlich, benennen Sie wirklich konkret die Stellschrauben und die Handlungsmöglichkeiten, wie wir da schneller auch vorankommen. Weil wir haben nicht immer ein Geldproblem, wir haben ein Abflussproblem stellenweise, dass wir Dinge sogar zusätzlich reinstellen, aber dann nicht dazu kommen, es auch wirklich umzusetzen. Da würde ich mir wirklich erwarten, dass wir da im Rahmen der Haushaltsverhandlungen auch entsprechende Vorschläge bekommen, wie wir da entsprechend zügiger vorankommen. Und wenn uns das gelingt, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle Stunde: Attraktivität von Bus und Bahn in Dresden nachhaltig sichern. Die DVB beschäftigt uns ja jetzt seit längerer Zeit. Wir hatten eine Expertenanhörung bereits im letzten November. Wir haben mehrere Anträge im Umlauf und wir hatten bereits einen Beschluss, aus dem genau für die aufgeworfenen Fragestellungen ein Begleitgremium mit Stadträten, DVB und Beratern hervorgegangen ist. Das Ziel ist, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, wie wir die DVB verbessern und wie die Finanzierung auf nachhaltige Beine gestellt werden kann. Und das beinhaltet dann automatisch das Thema Attraktivität für Bus und Bahn. Weil ohne diese werden wir die Schwierigkeiten nicht lösen. Die ersten Lösungsvorschläge werden uns morgen vorgestellt. Der Antragsteller zur Aktuellen Stunde ist auch in dem Gremium involviert.
Daher kommt die aktuelle Stunde etwas merkwürdig, weil so richtig aktuell ist sie nicht. Entweder ist es viel zu spät, weil wir hätten es im November, Dezember schon mitdiskutieren sollen, oder aber es macht dann erst Sinn, die vorgelegten Vorschläge zu diskutieren. Die kommen aber erst in den nächsten Tagen. Dort werden wir sie dann auch diskutieren. Aber ja, entsprechend ist alles wenig aktuell, was wir hier jetzt diskutieren. Fakt ist, dass wir nicht nur durch Corona eine aus dem Ruder laufende Kostenstruktur bei der DVB haben und das Risiko, dass der Zuschussbedarf unsere Möglichkeiten als Stadt überschreitet. Und je attraktiver die DVB ist, desto mehr Nutzer wird sie finden. Aber auch das muss immer in einem passenden Kostenrahmen funktionieren. Wenn wir dann in Richtung des Antrags Bus und Bahn beschleunigen schauen, frage ich mich, was die letzten 5 Jahre passiert ist. Man wird nicht ad hoc solche Schwierigkeiten lösen. Das ist originäre Aufgabe von DVB und Straßen- und Tiefbauamt, sukzessive Verkehrssituationen zu überprüfen, Ampeln zu erneuern, Schaltungen anzupassen, gegebenenfalls bessere Verkehrsführungen zu ermöglichen. Aber da muss man sich immer einzelne Bereiche vornehmen, wenn diese dran sind, diese sukzessive verbessern. Das ist kleinteilige Arbeit, die einfach konstant gemacht werden muss. Bei dem Antrag und wenn es da ernsthaft sinnvolle Ad-hoc-Möglichkeiten gibt, muss man dann auch ganz klar fragen und feststellen, Baubürgermeister, Straßen- und Tiefbauamt und DVB haben dann in den letzten 5 Jahren irgendwie ihren Job nicht richtig gemacht. Eine Beschleunigung ist sinnvoll, aber gemeinsam mit allen Verkehrsträgern. Da gibt es oft sinnvolle Lösungen mit baulichen Maßnahmen und Ampelschaltungen, die Probleme lösen, ohne zu versuchen, die Autos in einen Stau zu stellen. Die Erfahrungen zeigen doch, dass es an den Stellen am unproblematischsten ist, an denen es für alle Verkehrsteilnehmer rollt. Stau ist immer langsam fahren, Unfallrisiken und auf den Gleisen stehende Autos. Das eine Thema wird man nicht ohne oder gegen das Thema Autofahren auf der Straße lösen und denken können. Wer das vorgibt, war wahrscheinlich noch nie auf den Straßen unterwegs. Aber genau in die Richtung zielt die aktuelle Stunde und der Antrag, der danach folgt. An der Stelle positionieren wir uns als FDP-Fraktion klar dagegen. Es gibt immer Verkehrsbereiche, wo Kompromisse nötig sind, mal in Richtung Autofahrer, mal in Richtung Bahn, mal in Richtung Fußgänger oder Radfahrer. Aber niemals den einen oder den anderen generell bevorzugen. Und oft bekomme ich eben alles verbessert, wenn ich es ordentlich mache. Umgekehrt haben wir aber auch das Thema Langsamfahrtstrecken durch den schlechten Gleiszustand. Das muss beseitigt werden. Dort ließe sich viel Zeit gewinnen. Da geht es viel zu schleppend vorwärts. Auf die fehlenden Sanierungen, beispielsweise Königsbrücker oder Gerogstraße, sei an dieser Stelle verwiesen. Dort liegen wesentliche Möglichkeiten weiterer Beschleunigung. Und insgesamt sei nochmal auf die Umfragen verwiesen. Herr Mattes hat es ja sogar gesagt, die DVB gewinnt die Zufriedenheitsumfragen in Deutschland. Die DVB ist entsprechend sehr attraktiv. Das heißt nicht, sie nicht weiter zu verbessern, aber wirtschaftlich muss es auch bleiben. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen dennoch den ÖPNV nicht nutzen, trotz dessen Attraktivität. Das sollte man zur Kenntnis nehmen und nicht so tun, als wenn man diese Menschen zur DVB auch noch bekommt. Entsprechend ist es unsere Aufgabe als Stadt, sich um alle Rahmenbedingungen zu kümmern und für alle Verkehrsträger zu schauen, dass die Dresdnerinnen und Dresdner gut von A nach B kommen, mit dem Verkehrsmittel ihrer Wahl. Lasst uns die Gutachterergebnisse und Vorschläge abwarten und lasst uns diese sinnvoll diskutieren. Und hören wir auf, so zu tun, als könnten wir den einen auf Kosten der anderen beschleunigen oder den einen attraktiver machen, indem man den anderen ausbremst. Es würde für beide ungut enden. Vielen Dank. Als nächster Redner für die Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Der Titel dieser Aktuellen Stunde ist Bus und Bahn beschleunigen. Ja, ich habe den falschen Zettel mitgenommen, also muss ich es jetzt sozusagen aus dem Kopf machen. Diese Aktuelle Stunde ist in der Tat aktuell und ich danke ein bisschen dem Zufall und der linken Fraktion, dass wir diese Aktuelle Stunde haben, denn die Aktualität ist ja greifbar gerade. Ja, auf Bundes- auf Landesebene ändern sich gerade Gesetze. Wir haben die Ukraine-Krise und wir sehen, was dann möglich ist. Ja, 3 Monate lang DVB fahren und nicht nur DVB, VVO, für 1 Monat 9 Euro. Wer hätte gedacht, dass das möglich ist? Und danke, Herr Lichti.
Wer hätte gedacht, dass das möglich ist? Und man kann ja jetzt über diese Aktion der Bundesregierung streiten und dazu stehen, wie man will. Man kann sagen, das Geld hätte woanders besser ausgegeben werden können. Aber Fakt ist doch, wir müssen zur Kenntnis nehmen, das ist möglich gewesen. Und zusammen mit Corona haben sich jetzt so viele Sachen auf Bundes-, auf Landesebene ergeben, wo wir sagen müssen, das, was vor ein, zwei, drei Jahren undenkbar schien, das ist jetzt durchaus denkbar. Und zum Dritten zeigt uns gerade die aktuelle Situation mit der Ukraine, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass das, was wir dachten, dass das Öl immer so zu uns fließen wird, sicher, und dass wir nie ein Problem kriegen werden, dass das einfach absolute Fehlannahme war. Und wir müssen doch dann zu dem Schluss kommen, dass unser Konzept, wesentlich die Mobilität von Menschen und Gütern auf LKWs und Autos zu verlegen, dass sie wahrscheinlich nicht gerade die schlauste Idee gewesen ist. So, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann muss man aber sagen, der Titel dieser Aktuellen Stunde wäre eigentlich besser gewesen. Die Attraktivität der DVB als zentrale Mobilitätsdienstleisterin in Dresden nicht erhalten, sondern ausbauen. Ja, warum zentrale Mobilitätsdienstleisterin? Was ist das? Das ist, die DVB macht Bus, Bahn, Fähren, aber auch Bikesharing, Mobi-Shuttle und Carsharing. Warum? Weil nur wenn die DVB das in einer Hand hat, kann das auch miteinander verzahnt werden. Nur dann kann es vernetzt werden und dann können sozusagen die Leute vom einen Mittel zum anderen easy umsteigen, ohne dass sich sozusagen hier Fehlentwicklung oder Rosinenpickerei ergibt. Das andere ist, wir als Stadtrat haben nur, wenn die DVB zentrale Mobilitätsdienstleisterin ist, einen Zugriff. Nur dann können wir steuern. Ja? Wenn wir das jetzt irgendjemand anderem geben, dann sind wir in Gottes Hand. Wir sehen es ja bei den Rollern. So, wäre es nicht eigentlich schlau, die DVB hätte auch noch Roller? Ja, weil dann könnten wir steuern, wo die abgestellt werden und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt also dazu kommen, dass die DVB die zentrale Mobilitätsdienstleisterin ist und dass wir sie ausbauen wollen, weil wir sie stärken wollen und müssen, weil diese Idee mit dem Öl gibt es immer einfach keine gute war, naja, dann kommen wir logischerweise und zwangsweise zu dem Schluss, dass die DVB mehr Geld braucht. So. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob, nein, sie braucht mehr Geld. Wir müssen jetzt darüber diskutieren, wo dieses Geld herkommt. Und da gibt es ja auf Initiative der CDU jetzt eine Arbeitsgruppe, die sich mit genau diesem Thema jetzt beschäftigt. Da will ich jetzt nicht in die Details gehen, da bräuchte ich noch mehrere fünf Minuten mehr. Aber wir müssen da eine Lösung finden. Und ich bin mir sicher, wir werden da eine Lösung finden. Wenn wir die DVB zur zentralen Mobilitätsdienstleisterin in Dresden machen und ausbauen, dann werden wir ein effizienteres Dresden, ein sauberes Dresden, ein sicheres Dresden, ein lebenswerteres Dresden oder kurz gesagt ein attraktiveres Dresden bekommen. Und damit bin ich jetzt sogar in freier Rede schneller fertig, als ich es mit meinem Skript gewesen wäre. Ich entschuldige mich für diesen Fauxpas am Anfang, war aber auch ein bisschen lustig, nicht wahr? Und von daher, frohe Sitzung noch. Als nächster Redner für die Freien Wähler, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Bürgermeisterin, Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Öffentlicher Nahverkehr in Dresden, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was uns alle irgendwo verbindet. Wenn wir zwar die Redebeiträge jetzt verfolgen können, dass es Ansätze gibt, wo es auseinandergeht, aber dass wir alle einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr in Dresden wollen, das ist, glaube ich, bewusst. Ich möchte meine Rede eigentlich auf die Überschrift der Aktuellen Stunde beziehen, Attraktivität von Bus und Bahn in Dresden nachhaltig sichern. Wir als Stadträte bringen, wie die Linken, ja, einen großen Antrag zum Thema ÖPNV ein. Wir bringen immer wieder auch regionale Themen ein, die sich um den öffentlichen Nahverkehr kümmern. Ich habe selber als Niedersedlitzer 2000
2013 einen Antrag noch in der FDP-Fraktion eingebracht zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Niedersedlitz. Ich habe in den Ortsbeiräten Prohlis und Leuthen dafür gekämpft. Dort wurde dieser Antrag einstimmig angenommen, am Ende hier im Stadtrat einstimmig angenommen. Mittlerweile warten wir auf die 10. Beschlusskontrolle für diesen Antrag, wo die Verwaltung seit 2014 diesen Antrag nie umsetzt. Und wer sich mal angucken will, wie dieser Bahnhofsvorplatz, das ist ein Zugang zum S-Bahn, zur S-Bahn, dort ist eine Endstation für Busse, dort stehen Kinder, Rentner in Gruben, da gibt es gar keine richtigen Fußwege, dort wächst Unkraut, dort liegt Dreck rum. Das ist Attraktivität im Dresdner Nahverkehr, wo wir uns als Stadträte jedes Jahr, ich sag mal, Anträge einbringen, die diese Situation verbessern wollen. Und wir haben vor einigen Monaten einen Beschluss gefasst, über nicht erfüllte Stadtratsbeschlüsse zu berichten. Und das ist einer davon. Und wenn wir es uns als Stadträte immer wieder gefallen lassen, dass wir ehrenamtlich auch für den öffentlichen Nahverkehr arbeiten, Anträge einbringen, diese am Ende teilweise, wie gesagt, sogar einstimmig beschlossen werden, also wir eigentlich den Willen der Bevölkerung hier an die Verwaltung bringen, die für uns das umsetzen sollen und diese dann über jetzt mittlerweile 8 Jahre nie umsetzen, dann führt das zu Frustration in der Bevölkerung, das führt zu Frustration bei uns allen. Und das ist das, wo wir gemeinsam auch über Fraktionsgrenzen hinaus der Verwaltung, ich sage mal, Dampf machen müssen, damit unsere gut gemeinten Anträge, manche finden halt okay eine Mehrheit, aber dass die dann immer umgesetzt werden, dass die Bürger merken, wo wir Ehrenamtler Probleme aufgreifen und dass die dann auch endlich mal umgesetzt werden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich die Kollegen hier den Tenor der Aktuellen Stunde interpretieren. Vom Bahnhofsvorplatz in Niedersedlitz bis zu einer ausschließlichen Rede über das 9-Euro-Ticket. Naja. Thema sollte eigentlich sein, unter anderem, was hat die Expertenanhörung gebracht? Und da, um es mal auf den Punkt zu bringen, wird vorgeschlagen, dass Autofahrer, Dresdner Autofahrer insbesondere, sich zukünftig auf verschiedene Art und Weise erheblich an der Finanzierung der DVB beteiligen sollen. Stichwort höhere Parkgebühren für Bewohner und Gäste. Und liebe Grüne, es ist nicht so, dass das Anwohnerparken einfach so erhöht werden kann. Weil vielleicht habt ihr das noch nicht verstanden. Das ist eine Verwaltungsgebühr für die Ausnahmegenehmigung und keine Gebühr für das Parken. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Durch Erhöhung der Geschwindigkeit bei Bus und Bahn sollen Kosten gespart werden. Und durch tarifliche Maßnahmen soll mehr Geld in die Kasse kommen. Alles nichts Neues. Und mehr lässt sich aktuell dazu nicht sagen, weil das eingesetzte Expertengremium seine Arbeit noch nicht abgeschlossen hat. Die aktuelle Situation der DVB ist, das ist das nächste Thema, über was eigentlich gesprochen werden sollte, ist aktuell noch lange nicht bei den Fahrgastzahlen vor Corona. Somit fehlen Einnahmen. Andererseits unterliegt die DVB aktuell auf der Kostenseite erheblichen Preissteigerungen, was sich im Ergebnis sehr wahrscheinlich zu höheren Kosten und zu einem höheren Zuschussbedarf führen wird. Das Anliegen der DVB für Beschleunigung von Bus und Bahn ist aus Gründen für kürzere Fahrzeiten und zur Kosteneinsparung nachvollziehbar. Das Thema ist auch für uns wichtig, allerdings nicht um jeden Preis. Dabei ist zunächst die DVB selber für die Beseitigung von Langsamfahrstellen aufgrund baulicher Mängel gefordert. Im Hinblick auf die von den Verkehrsbetrieben geforderten verkehrsorganisatorischen Maßnahmen, über die wir dann im Antrag der Linken noch sprechen werden, erwarten wir diesmal vor deren Umsetzung entsprechende Verkehrsuntersuchungen im Hinblick auf die Folgen für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Und dann muss fachlich abgewogen werden. Denn es kann nicht sein, dass wenige Minuten Vorteil für Bus und Bahn zu erheblich schlechteren Servicequalitäten für alle anderen Verkehrsteilnehmer führen. Und damit meine ich nicht nur den Autoverkehr, sondern auch den Rad- und Fußverkehr.
Wenn im Ergebnis Beschleunigungsmaßnahmen vertretbar sind, dann werden wir diese auch mittragen. Wenn wir über den ÖPNV reden, dann sollten wir auch über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Der Kollege Mattes hat es angesprochen, Stichwort 9-Euro-Ticket. Wir hatten uns ja dafür eingesetzt, dass Dresden die Voraussetzungen für ein 365-Euro-Ticket prüft. Bedauerlicherweise wurde unser Antrag hier im Stadtrat unter anderem von SPD, Grünen und FDP mit Verweis auf fehlende Finanzierungsmöglichkeiten abgelehnt. Nun möchte die Ampel, FDP, Grüne und SPD, für eine begrenzte Dauer ein 9-Euro-Ticket beschließen. Die Frage wird sein, was kommt danach? Wie will man neu gewonnenen Nutzern erklären, dass nach 3 Monaten, je nach Tarifzone, das Monatsticket dann das 5- bis 10-fache kostet? Wenn man Verkehrswende will, dann muss man mehr Fahrgäste für die Öffis gewinnen. Das 365-Euro-Ticket wäre ein guter Weg dazu. Allerdings bedarf es dafür Unterstützung aus Berlin. Wir werden uns nach den 3 Monaten genau Nutzerzahlen, Auslastung und Kosten anschauen. Vielleicht noch 2 Anmerkungen, lieber Kollege Martin Schulte-Wissemann. Nicht nur die Elektroroller liegen überall rum, sondern leider liegen auch die gelben Mobibikes der Verkehrsbetriebe an vielen Stellen rum und sind nie abgestellt, nie ordentlich abgestellt. Also das hat auch als großer Mobilitätsdienstleister in einer Hand zu nicht viel geführt. Und wir haben, oder ich habe mit Verwunderung und vielleicht auch mit Hoffnung, insbesondere bei Grünen und SPD, wahrgenommen, dass sie sich zukünftig auch ein Stück weit mehr für die Erschließung der Randzonen einsetzen wollen, weil genau dort haben wir Defizite. Genau dort sind die Defizite. Und es macht wenig Sinn, wir haben ja auch unsere Kritik bei dem Thema On-Demand-Verkehr deutlich gemacht, es macht wenig Sinn, in Innenstadtquartieren wie Neustadt und Pieschen, wo schon eine sehr gute Öffi-Qualität da vorhanden ist, dort noch weitere Maßnahmen zu bringen. Nein, jemand hat es vorhin gesagt, wir haben 50% aller Fahrstrecken sind Pendler. Nein, wir müssen versuchen, mit dem Umland und insbesondere viel bessere Anbindungen in unseren Umlandgemeinden zu bringen. Und wie schwierig das ist, zeigt sich ja teilweise beim Schülerverkehr, wo gerade im Dresdner Westen oben die Schüler stehen bleiben, weil die Kapazität der Busse nicht ausbleibt. Ich werde Sie daran erinnern, wenn es um den Haushalt geht und die nächsten Diskussionen, dann werden wir weitersehen. Danke. Und die Redebeiträge haben auch nochmal dazu geführt, dass es auch Anlass gibt, nochmal ein bisschen Replik zu geben. Herr Kühn für die Verwaltung. Jetzt ist ausgerechnet derjenige, der das Thema Bahnhofsplatz Niedersedlitz angesprochen hat, gerade nicht im Raum. Ich sage es trotzdem nochmal. Wir brauchen als Landeshauptstadt, als Verwaltung keinen Dampf, sondern wir brauchen die notwendigen Planungsmittel. Diese Planungsmittel sind im Haushalt jetzt eingestellt für 2022, 50.000 Euro. Und deshalb planen wir ab Sommer den Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz mit allen Themen, die von dem damaligen Stadtratsbeschluss adressiert wurden. Es ist also nicht eine Frage des Wollens gewesen, sondern eine Frage der fehlenden Planungsmittel. Ansonsten wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Mobibikes Bestandteil des öffentlichen Dienstleistungsauftrages sind. Und ich will in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass im Gegensatz zu vielen Nahverkehrsunternehmen in der Bundesrepublik die Dresdner Kunden ihrem Unternehmen treu geblieben sind, während andere Unternehmen bei den Abokunden Verluste von 20-30% mit den entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen gehabt haben, waren es bei den Verkehrsbetrieben roundabout 5%. Und wenn man fragt, warum die Kunden, das ist gefragt worden, beim Unternehmen geblieben sind, dann hat das viel auch damit zu tun, dass sie eine Alternative eben auch hatten, zusätzliche Angebote, und dazu zählten zum Beispiel die Mobibikes. Insofern ist es klug gewesen, dass sich die Verkehrsbetriebe als Mobilitätsdienstleister aufstellen, um so eben mit weniger Schrammen durch die Pandemie zu kommen. Zweiter Punkt, On-Demand-Shuttle. Hier werden wir vom Bund gefördert. Das ist ein mehrjähriges Förderprogramm. Das sind Pilotprojekte, deshalb ist es auch noch nicht Teil des öffentlichen Dienstleistungsauftrages. Und hier geht es nicht um die Anbindung von Partymeilen, sondern um Gebiete in der Stadt, die zeitlich und räumlich nicht gut oder gar nicht erschlossen sind. Zum Beispiel solche Partymeilen wie Klotsche, wie Pieschen oder vor allen Dingen ab 2023 Weixdorf.
Letzter Punkt. Natürlich werden wir im Rahmen der Haushaltsaufstellung und Priorisierung insbesondere die Straßen und Straßenzüge in den Fokus nehmen, in die Sanierung, in die Bestandssanierung insbesondere, dort, wo öffentlicher Nahverkehr anliegt, also wo Busse und Straßenbahnen fahren. Das haben wir mit dem Jahresüberschuss für 2020 ja bereits mit einem Beschleunigungspaket forciert. Warum bestimmte Baumaßnahmen sich immer wieder verzögern, hat insbesondere mit dem fehlenden Planrecht und Baurecht zu tun, wie zum Beispiel bei der Königsburger Straße, wo wir aber hoffen, dass wir noch dieses Jahr Baurecht bekommen. Dort ist ja das Planfeststellungsverfahren mitten im Gange. Soweit. Damit beenden wir auch die zweite Aktuelle Stunde. Kommen